Guten Tag. Mein Name ist Baumann. Ich bin Lehrer in Berlin. Es ist etwas windig hier. Deswegen wackelt mein Bild heute etwas. Nun ja. Was trinke ich hier? Buttermilch. So. Wer sagt jetzt I? Kann ich mir vorstellen. Trinke ich aber schon lange, weil heute geht's um Gesundheit. Und das ist jetzt einfach mal ein Versuch, noch gesünder zu werden. Ja. Also weil so Herzflimmern und so geht ja gar nicht. Und das hat mir doch so einen kleinen Schlag versetzt letztes Jahr. Und deswegen bin ich im Krankenhaus gewesen, damit das wieder repariert wird. Und das haben die auch wieder hingekriegt. Seitdem trage ich ja so eine Überwachungsuhr, die das dann auch feststellt und mich warnt entsprechend. Die Gesamtzusammenhänge sind jetzt ziemlich klar. Also all das, was ich an gesundheitlichen Beeinträchtigungen erfahren habe, liegt eigentlich an einer ungesunden Lebensweise. Nicht sehr überraschend, oder? Okay, also ich habe ein paar Kilos zu viel. Dadurch hat man so einen Druck auf dem Bauch. Dadurch hat man einen nächtlichen Reflux, also Aufstoßen. Dann bin ich übersäuert. Das kann auch viele, viele Ursachen haben. Ja, man kann auch ein bisschen was dagegen tun. Dagegen muss man aber konsequent arbeiten. Und zum Beispiel trinke ich viel zu gerne Kaffee. Ich muss das abstellen. Zum Beispiel trinke ich viel zu gerne Wasser mit Kohlensäure versetzt, ja, so das, was so unter Sölders läuft. Das dient alles nur der Übersäuerung des eigenen Körpers. Ne? Wenn jetzt also der Körper übersäuert und zum Beispiel der Gaumenlappen anschwillt und Sie dadurch nachts schlechter Schlaf bekommen, dann bekommen Sie möglicherweise eine Schlafapnoe, wie ich, ja, dann haben Sie Ihr Problem mit dem Atmen. Wenn dann noch manche andere Dinge da oben drauf kommen, wie irgendwelche Ängste und Depressionen und so weiter und so fort, tja, dann kann man schon fast einpacken, ne? Schon mal beim Beerdigungsunternehmer voranmelden und sagen, so mit meinem Leben war es das und jetzt machen wir demnächst den Sargdeckel zu, suchen wir uns noch einen hübschen aus, hinterlegen schon mal das nötige Geld, damit die Erben nicht zu sehr belastet werden und tja, aber ich möchte gesund werden. Warum? Nun ja, also ein gesunder Rentner, der ich dann hoffentlich demnächst bin, ne, kann dem Staat noch so irgendwie locker mal eben 30 Jahre auf der Tasche liegen. Ne? Und das werde ich dann so richtig genießen. Das möchte ja jeder genießen. Es ist ja angeblich abhängig davon, ob der Herrgott es nun will oder nicht. Bei Ihnen jetzt irgendwie bösartige Krankheiten vorbeischickt oder nicht. Aber meine bösartigen Krankheiten kenne ich ja und gegen die kann ich auch vorgehen. Also jetzt weniger Kaffee trinken, am besten gar keinen Kaffee trinken. Selters am besten gar nicht mehr trinken, sondern einfach nur normales Wasser. Normales Wasser hat hoffentlich einen pH-Wert von um die 7. Und das ist dann eben nicht sauer und das führt dann auch nicht zum Aufstoßen, das führt dann auch nicht zum Anschwellen Ihres Gaumenlappens, das führt dann eben auch nicht zur Schlafapnoe. Und wenn Sie dann auch nicht übergewichtig sind, ja, wie ich leider zurzeit noch etwas bin, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir werden alle 100 und der Staat, ja, könnte dann vielleicht noch ein bisschen mithelfen, indem er einfach die Rentengrenze so ein bisschen nach unten verlegt, sagen wir mal auf 60. Dann könnte ich jetzt, wenn ich in Italien oder in Frankreich leben würde, sofort in Rente und würde eben noch 40 Jahre abfeiern. Das wäre doch endlich mal was für die Gesundheit, ne? Meine lieben Zuschauer, wenn also irgendeiner im Fernsehen mal wieder etwas erzählt von Gesundheit, und überlegen Sie sich bitte, welche Krankheiten Sie haben und kümmern Sie sich um Ihre Krankheiten und nicht um die, die gerade im Fernsehen aktuell sind und beworben werden in neuen Geschäftsmodellen, weil es irgendjemandem gerade so in Kram passt, mal wieder ein paar neue Pillen oder Spritzen zu verkaufen. Ja? Also, schönen Tag noch.
Ich habe gestern ein paar wichtige Gespräche geführt und eines ist mir klar. Zumindest fühle ich das. Die neue Welt, die vor uns liegt, wird eine deutlich spirituellere Welt sein als die alte technikgetriebene. Und deswegen gehe ich mal davon aus, die Technokraten, die im Moment glauben, am Ruder zu sein, werden verlieren.